Rapper, Danny, du hast dich mal am Brett hängen. Ich glaube, hier so um Himmels Willen. Elegant hinsetzen. Na, elegant war das nicht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, das ist das erste Video im neuen Jahr 2020. Wir wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr, viel, viel Glück, Erfolg, an erster Stelle Gesundheit. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Uns geht es soweit wieder gut. Also ich bin ja leider wieder einmal krank gewesen. Aber gut, ich will euch damit jetzt nicht vollsülzen. Ich glaube, man hört das auch noch so ein wenig an meiner Stimme. Aber mir geht es auf jeden Fall schon besser. Genau, heute gibt es einen Vlog von uns. Wir nehmen euch so ein bisschen mit durch unseren Alltag. Wir werden Elana, die kleine Maus, gleich abholen. Und Danny muss nochmal zum Zahnarzt. Weil der Arme, du hast ja jetzt so eine Schiene, ne Danny? Möchtest du gerne weitererzählen? Ja. Ich habe einfach nur eine Beißschiene. Ich scheint knirschig oder beißig. Ja, er ist nämlich nachts immer so aggressiv und beißt auf seinen Zähnen rum. Genau, sind schon ganz weggeschliffen. Jetzt meine Schimmelzähne nicht zeigen unbedingt. Ach Schatz, du hast süße Mäusezähne. Ja, dann besser als so Hamsterbeißer wie du. Was? Ach Schatzi. Nein, auf jeden Fall brauche ich eine Schiene. Dann wird einfach kurz kontrolliert nochmal, ob das auch alles Taco sitzt. Ja, ja. Und dann gehen wir nochmal so ein bisschen spazieren. Spatzenrasieren. Spatzenrasieren. Ich weiß nicht, wie sind wir darauf gekommen? Spatzenrasieren. Das war schon mal ein Papa. Echt? Mal gesagt, ja. Oh, voll süß. Spatzenrasieren. Ja, Ili, deine Hand ist gleich weg, mein Schatz. Hallo, Ili, de Lemon. Na, sag mal hallo, frohes neues Jahr, du kleiner Tutti Frutti. Ja, frohes neues Jahr, de Lemon. Wie süß kann man sein, Ili? Wie süß kann man sein, de Lemon? Er ist voll konzentriert. Ja, er ist wirklich voll konzentriert. Du hast doch gerade schon Essen bekommen, mein Schatz. Bist du wieder hungrig? Was macht der verrückte Barbie mit dir? Ich mach gar nichts. Schatz, du bist irgendwie so hyperaktiv. Hast du deine Tabletten nicht eingenommen? Ja, ihr seht schon, wir sind heute irgendwie so alle ein bisschen übermotiviert. Schatz, jetzt hör auf. Du. Was wollte ich? Ich wollte irgendwas doch sagen. Siehst du, du hast mich jetzt wieder voll aus dem Konzept gebracht. Wir haben jetzt auch die Alexa-Box. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Nil beträgt die Temperatur momentan 8 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Nur gut, dass wir nicht mehr in Nil wohnen. Voraussichtlich unverändert. Also die Alexa-Box ist schon echt richtig cool, aber manchmal haben wir so das Gefühl, ich weiß ja nicht so recht, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht, aber ja. Danny ist der Ansicht, ja, was soll Alexa... Was soll ich denn noch machen? Alexa schon ausspionieren. Wir sind einfach eine... Leider nicht sicher. Okay. Wir sind voll uninteressant, ne, Danny? Ich meine, wir teilen unser Leben eh schon mit der Öffentlichkeit. Was für Geheimnisse sollen wir denn haben? Mit der Öffentlichkeit. Ich finde auf jeden Fall, das Beste an der Box ist mit der Musik, ne? Das ist richtig cool. Alexa, spiel mir Musik von Capital Bra. Ich höre jetzt übrigens so ein bisschen Deutschrap. Boah, das ist ja schon echt das richtige Lied. Alexa, weiter. Hört ihr eigentlich Deutschrap? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, wieso guckst du mich denn so an? Nur weil ich das jetzt so ein bisschen mal besser lieber höre. Ja, wir sind jetzt draußen und es ist so schön. Also ich meine, natürlich ist es etwas kühl, aber die Sonne scheint. Und wenn man dick eingepackt ist, dann ist das richtig schön, ne? So frische Luft zu schnappen. Der kleine Mann, der ist am Schlafen. Den haben wir richtig da eingemummelt. Und ja, wir gehen jetzt Elana, die kleine Maus, abholen. Und dann laufen wir zum Zahnarzt. Das ist zum Glück alles bei uns hier in der Umgebung, sodass wir zu Fuß dahin gehen können. Ja, alles in der Umgebung. Ne? Aber trotzdem kommen wir jedes Mal zu spät. Danny, eigentlich, also ich nehme mir ja so keine Vorsätze vor. Oder nee, ich setze mir keine Vorsätze. Nee, du setzt dir keine vor. Ich setze dir gleich. Du hast keine Vorsätze vor. Ja, genau. Also ich bin so, das heißt jetzt nicht, natürlich habe ich meine Ziele und meine Sachen, die ich erreichen möchte. Aber dafür brauche ich keinen Jahreswechsel. Dafür haben wir unser Vision Board. Unser Vision Board, genau. Wieso hast du das jetzt verraten? Nein. Genau, wir haben ein Vision Board und da schreiben wir dann, ja,
alles drauf, was wir gerne so im Leben erreichen möchten. Ihr müsst euch das mal genauer durchlesen, es ist richtig cool. Mein Vision ist schon in Erfüllung gegangen. So. Ich habe meine Frau gefunden und habe zwei wunderschöne Kinder. Ach, Schatzi. Ach, du bist so süß, du kleiner Schleimer. Also du bist echt schleimig, aber so süß schleimig. Mama, du kleiner Schlingel. Wie Elana, genau. Elana sagt jetzt neuerdings immer zu Danny, du kleiner Schlingel. Weil du das immer zu ihr sagst. Ja. Genau, guck mal, Danny, du bringst mich heute wirklich die ganze Zeit nur aus dem Konzept. Kann ich jetzt mal mein Video zu Ende drehen? Ich möchte mich auch gerne mal mitteilen. Ja, dann öffne deinen eigenen Account. Nein, Spaß. Es ist ja unser Familienkanal. Ne, Danny? Nicht, dass du schon wieder traurig bist. Genau. Bezüglich, wie bin ich jetzt auf die Vorsätze gekommen? Du bist pünktlich. Ah ja, pünktlich. Ja, genau. Seht ihr, genau. Der rote Faden ist wieder da. Ich wollte darauf hinausgehen, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, immer pünktlich zu sein. So ein bisschen habe ich es auch hinbekommen, aber ja, ich muss noch dran arbeiten. Mich würde mal eher interessieren, was sind denn so eure Vorsätze für dieses Jahr? Da bin ich mal sehr gespannt. Ich stelle euch heute echt viele Fragen, aber ich möchte euch natürlich auch mal besser kennenlernen. Boah, jetzt bin ich echt aus der Puste. Hallo Elana, mein Schatzi. Wie geht es dir? Meine Stimme macht nicht mal mit. Ja, mein Schatz, Papa und Mama haben Elana zusammen heute abgeholt. Ja, wir haben Elanas Handschuhe aus Versehen zweimal dieselbe Seite irgendwie mitgenommen. Das heißt, ein anderes Kind hat dieselben und hat dann beide linken. Geil. Müssen wir mal morgen gucken im Kindergarten. Wart ihr heute draußen, mein Schatz? Ja. Ja? Habt ihr gespielt? Schippe gespielt. Mit der Schippe hast du gespielt? Und Benjamin auch. Benjamin auch? Ja, Benjamin und Elana sind Freunde, ne, mein Schatz? Ja. Die Benjamin Liebe. Und Elana sind Freunde. Oh. Wann hast du Geburtstag, Elana? Im Sommer. Im Sommer. Und wann genau? Im Mai. Im Mai, genau. Mensch, Elana. So toll, Schätzchen. Wir sind jetzt fertig mit allem. Wir haben jetzt noch mal eine Riesenrunde gemacht und wir waren auch beim Bäcker, haben Brot gekauft. Wir kaufen uns immer Dinkelbrot. Und das hier ist mit Schnittlauch, war das oder so, ne? Möhren und Schnittlauch. Möhren und Schnittlauch, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ja, jetzt laufen wir auf jeden Fall gemütlich nach Hause. Du musst dich beeilen, Elana. Ich überhole dich. Hey, tütüt. Schatzi, wo fährst du eigentlich? Elana de Lemen, garak de salver bojo, Schatz. Nicht auf dem Boden. Nicht auf dem Boden? Nee, mein Schatz. Nicht auf dem Boden fahren. Nicht auf dem Boden fahren. Immer auf den Gleisen, Elana. Immer auf den Gleisen fahren, ne? Das ist ein Polizist. Papi, nimmst du das? Ich soll das hier nehmen? Hallo, Herr Polizist. Wo geht's denn hier zur Eisenbahn? Oh, Herr krank. Der Polizist ist krank. Ja. Tut, tut. Und hui. Oh, Elana. Da keine Eisenbahn. Keine Eisenbahn? Jo, da hat wir kaputt. Nein, nicht kaputt machen, mein Schatz. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Wir beobachten mal Ilja, der kleine Mopsi. Papa springen. Er fängt jetzt langsam an, nach Sachen zu greifen. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt gar nicht weiter gefilmt. Es hat aber einen bestimmten Grund. Ich muss mich erstmal so ein bisschen sammeln. Und zwar nach der letzten Aufnahme ist Elana, die kleine Maus, gestürzt. Und sie ist direkt auf ihren Mund gefallen. Und ja, ich habe nur noch gesehen, dass alles blutig gewesen ist. Danny hat sie dann direkt ins Bad gebracht. Wir haben mir das ausgewaschen. Und ja, ich bin natürlich, bei mir war schon vorbei, ne? Also Mütter. Da war echt
ja, wir haben dann direkt kontrolliert, ja, ob irgendwie eine Wunde offen ist. Und dabei haben wir dann gesehen, dass ein Zahn von ihr komplett wie so nach hinten so weggeknickt, sagt man, oder? Ja, ne? Hinten weggeknickt gewesen. Danny hat zum Glück wirklich so die Nerven behalten. Obwohl ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so direkt in Panik ausgebrochen. Nein. Obwohl ich wirklich, ich bin voll die Panikmacherin und ich habe auch echt heftige Panikattacken oft. Aber so wenn es um meine Kinder geht, bin ich zum Glück stark, weil ich denen natürlich jetzt nicht zeigen will oder vermitteln möchte. Ja, dass jetzt gerade was Schlimmes ist, das macht denen ja auch noch mehr Angst. Wir sind auf jeden Fall in die Notaufnahme gefahren, um das natürlich abchecken zu lassen. Ich meine, wegen ihrem Zahn. Also wir sind glücklich, wie es verlaufen ist. Also ihr Zahn muss nicht gezogen werden. Es ist minimal locker, hat der Arzt gesagt, ne? Wir sollen das jetzt nochmal ein, zwei Wochen beobachten, hat er gesagt. Genau, richtig, weil es kann sein, dass die Wurzel mitbeschädigt ist und dann kann es sein, dass der Zahn abstirbt und dann rausfällt oder von alleine rausfällt. Deswegen einfach ein, zwei bis zwei Wochen beobachten und dann sollen wir zu ihrem Zahnarzt gehen. Ihr Zahn steht jetzt etwas weiter nach innen. Das zeigt einfach wieder mal, ja, wie schnell Sachen passieren. Ich habe mir ehrlich gesagt auch Vorwürfe gemacht, weil sie hat ja diese kleine Mini-Treppe, wo sie mit auf die Toilette geht und sie, ja, ab und zu spielt sie einfach mal damit, aber jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, da kann jetzt echt was richtig Schlimmes passieren, aber ja. Sie ist halt von dieser Treppe runtergefallen. Aber als Eltern macht man sich halt Vorwürfe auch irgendwo, ne? Aber Elana ist ja halt so ein bisschen, sie ist ja sehr, sehr aktiv. Sie ist sehr, sehr mutig einfach. Das ist das auch. Und ja, schon sagen, sie ist schon eher lebensmüde. Ja, ich wollte das jetzt nicht so hart ausdrücken, aber Elana ist wirklich lebensmüde. Ich meine, einerseits finde ich das sehr schön, dass sie wirklich so mutig ist. Sie möchte Sachen ausprobieren. Sie macht auch schon ganz, ganz viel alleine, auch wenn wir auf dem Spielplatz sind, wo ich manchmal so denke, so OMG, okay. Also es lässt sich leider irgendwie nicht zu 100% vermeiden. Ich kann sie auch schlecht anketten. Ich bin einfach nur froh und glücklich, dass wirklich nicht was Schlimmes passiert ist. Ich dachte erstmal komplett, die ganze Lippe ist irgendwie von innen aufgerissen und das muss genäht werden oder die Zunge ist abgebissen. Leute, ich sag's euch, ich bin wirklich in der Hinsicht, ich habe direkt keine Ahnung. Und das ist eigentlich auch nicht so normal. Ja, ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Ich bin echt froh, dass ich Danny habe, weil er ist derjenige, der die Situation halt direkt so ein bisschen, ja, wie sagt man das? Du bist ja halt so ein bisschen, ne? Ich bringe das Ganze ein bisschen runter, ne? Ja, das Heftige ist auch noch, das muss ich noch sagen, also Elana, wirklich, das ist so heftig, wie tapfer sie einfach ist. Leute, sie hat wirklich nur, ich weiß nicht, sie hat einfach nur kurz geweint, dann war auch wieder gut und sie fing an wieder zu babbeln und hat ihre Geschichten erzählt. Also wir haben sie versucht dann auch natürlich abzulenken, aber es war so heftig. Sie hat weder geweint noch irgendwie, sie hatte keine Schmerzen. Genau, also unser Vlog wird natürlich jetzt hier auch enden. Ich muss echt das erstmal hier alles verarbeiten. Aber ich muss auch nochmal sagen, sie war auch super tapfer, als sie beim Doc war. Ne? Sie hat ganz brav den Mund aufgemacht, sie hat kein bisschen geweint. Krass, der Arzt hat die Lippe hochgehoben, er hat an allen Zehen gewackelt, sie hat keinen Mucks gegeben. Sie saß da mit mir auf dem Stuhl halt. Also, ja, da war ich schon richtig stolz, muss ich und sagen. Und seht euch mal den Papa an, der kriegt zwei Spritzen und kippt um. Ja, ihr Lieben, ja, hiermit so endet das Video jetzt auch. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Vlog, ihr Lieben. Dann bleibt tschüss. Gesund. Tschüssi.